zu den Destillierapparaten. Moin Leute, der Thales hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wenn dir meine Videos gefallen oder du zum ersten Mal hier bist und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere gerne den Kanal oder lass ein Like da. Aber jetzt genug von der Eigenwerbung und viel Spaß mit dem Video. So, weiter geht's. Diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut, denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Was soll das heißen, gefährlich für sie? Hat Mami Geheimnisse gehabt? So. Aha, hier können wir schon wieder was... Wir können schon wieder was craften. Hier Löschmittel. Und vor allem hier Ignifer. Jetzt haben wir hier schönes Schwefel und Steine. Schwefel haben wir auch wieder. Nicht voll, aber wir haben wieder. Ah, guck, Löschmittel. Haben wir leider schon gecraftet. Da können wir interagieren. Das machen wir jetzt noch nicht. Es sind nämlich Ratten dahinter und das mag ich nicht. Nochmal so ein Episanctus. Aha, was ist das? Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Ja, genau das hänge ich mir auch in meinem Badehaus. Hier. Leichenbilder. Aha. Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen! Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Hm, wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Fäulnis. Oh, hier haben wir mal eine Schlange. Slytherin. Die Schlange. Von der bekam ich immer Albträume. Die haben mal einen Löwen. Der Löwe. Oh, Leon, mein armer Hund. Ich hoffe, wo du jetzt bist, geht's dir gut. Gryffindor. Was ist das? Eine Ente? Eine Gans? Der Schwan. Schwan. Imposant und anmutig. Was haben wir noch Schönes? Die Kröte. Kröte. Hässlich wie eh und je. Okay, was hilft uns das? Das Zeichen ist... Okay. Und jetzt? Ach. Da, neben dem Symbol. Da ist ein Loch. Die Ketten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Oh, na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Die wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Stock. Stockfinster quasi. Los, gehen wir. Ich versuche dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Aha. Aber ich sollte vielleicht wieder zurückgehen. Weil der Stock gleich fertig ist. Leck ihn weg, leck ihn weg. Soll ich mir das craften? Denn da drüben war so ein Kristall, ne? Den nehmen wir gleich mit. Kann man laufen mit dem Fackelding? Nee. Wieder mal nicht, ist ja klar.
Vorher läuft man nicht. So. Jetzt gehen wir mal nach links. Okay, ich bin falsch. Ratten, weg. Geht weg. Ah, ist ja knapp. Okay. Heißt, wir müssen da lang. Oh. Falsch, falsch. Ja, warte, warte. Ich hol meinen neuen Stock. Zeit für einen neuen Stock. So. Ah, hier kommen wir drüber. In Ordnung, ich gehe weiter. Wo ist es? Wo ist es? Wow! Das Symbol ist erschienen. Das ist die Sublimierung. Ein Symbol müssen wir noch. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ach, da ist was. Ich möchte immer kriechen. Warum krieche ich immer? Hier bin ich reingekommen, oder? Oder? Definitiv, hier bin ich reingekommen. Also ich muss über den Dings hier. So schnell ich kann. Schnell, 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 schnell. Jawohl. Nice. Ich muss hier raus. Ja, nee. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hallo? Ich hätte nie gedacht, dass ihr so weit kommt, dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus, Leute? Ich habe da ein bisschen den Faden verloren. Lang vielleicht. Sieht gut aus. Ah ja, hier ist eingestürzt. Fäulnis, Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also, versteckt unser Freund der Löwe etwas. Unser Freund der Löwe. Ich weiß nicht, wie die drauf kommen, aber... Vielleicht in seine Maul. Wird schon passen. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Natürlich eine Geheimtür, ist doch klar. Oh. So, finster hier. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na bitte. Und? Aha. Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Wirft hier Feuer? Amicia, diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und ist mein Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da ist doch was. Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber Alter.
Diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Macula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Macula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Ich weiß nicht. Bevor ich das mache, hätte ich ganz gerne noch hier das Zeug erstens gelootet. Ist das ein Stammbaum? Ja, anscheinend von meiner Familie. Er war verschwunden. Es zeigt wohl, wie die Macula an Hugo vererbt wurde. Und Mutter wollte es herausfinden. Ah, okay. Stammbaum. Ja, sieht man jetzt nicht so besonders gut, ne? Aber wenn die Erblinie... Aber warum haben wir die Macula nicht? Kannte wirklich mit all dem aus? Sie war eine Meisterin der Alchemie. Wenn es eine Rettung für Hugo gibt, dann hier. Wir müssen sie nur finden, Mutter. Es war alles hier. Und ich ahnte nichts davon. Ich war zu beschäftigt mit Spielen und Herumalbern. Alter, ja, okay. Gibt's einiges zu entdecken. Aber ich glaube, jetzt haben wir's. Das Feuer will ich noch ganz gerne zünden. Ich habe irgendwie Angst, dass hier was passiert. Hier ist einfach zu ruhig. Hier, zack, das ist nicht umsonst. Das ist nicht umsonst da. So, Alkohol. Immer wieder voll. Gut, die Schachtel wollten wir aufmachen. Stimmt. Mal einen Schluck Tee trinken in der Zeit. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Was? Ja, nimm noch mal einen Zug. Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte, hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja, einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ja, macht's gleich kaputt, ne? Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Oh, jetzt kommen die Ratten. Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran! Vollende das Elixier! Ich halte sie zurück! Ja, wie? Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was Einweichmittel. Ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Wie kommen die Ratten hier hin? Zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände... Ich meine, die kommen, die können nicht von hier kommen. Immer mit der Ruhe. Aber wie kommen die da hin? Die spawnen einfach im Schatten. So, der Alkoven mit dem Vorhang. Da hinten ist ein Vorhang. Irgendwie sind die richtig laut gerade, die Ratten. Muss mal. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich habe die Lautstärke viel zu laut gehabt für das Spiel. Sehen wir mal. So. Lukas, dieser Mechanismus ist derselbe wie im Chateau d'Ombrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Oh. Hast du das Mazerat? Ich komme nicht hin. Da sind zu viele Ratten. Mazerat.
So. Wir machen den Weg frei, würde ich sagen. Da ist es. So wird es passen. Oh Gott. Ich drücke immer die falsche Taste. Das sind so viele. Das sind so viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Alle stinken. Das riecht nicht gut. Aber so schlecht riecht es auch nicht. Komm schon, Amicia. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Etwas viel Schlimmeres. Aha, okay. Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Nach gar nichts? Und hier die Marmelade? Oh, oh Gott. Lukas, sie kommt zurück. Sie probiert sich neu. Was? Was? Hey, ich hab's zu euch. Hilfe! Oh, der hat die Fackel ausgemacht. So, da ist dein Zeug mal. Dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig. Nicht zittern. Wir dürfen nichts vergeuden. Sie kommt zurück! War's das? Noch einer? Farbe hat sich leicht verändert. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Zum Hackbraten. Zum Brokkoli. Auf zum Esstisch, auf geht's! Amicia, Sie werden das Feuerbecken löschen! Auf keinen Fall! Nee, weil die gehen auf mich! Das! Alter! Ich dachte, die gehen auf das Feuerbecken. Na, komm mal mit. Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Ja, toll. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. Lukas, komm mal hier an. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Erwärmen die Kupferschüssel. Lassen die Flüssigkeiten zirkulieren? Na los! Und die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor. Die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Ja. So, oder? Oh, okay. Okay. Lukas, du musst dich beeilen. Da ist noch einer. Sie kommt von allen Seiten. Ich weiß. Ich höre sie. Lukas, ich hab nichts mehr. Lukas! Was? Haben wir es geschafft? Was geschieht hier? Ja, oh, der Herr der Ratten. Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie, wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Haben wir jetzt Kontrolle über die Ratten?